Hallo alle zusammen. Mein letztes Video ist ja schon eine Weile her. Und seitdem hat sich ein bisschen was getan mit meinem Gimbal. Hab noch ein paar kleine Veränderungen vorgenommen. Ich habe ein paar Sachen, die mich gestört haben. Unter anderem hat mich gestört, dass, und das ist ja die Vorderansicht des Gimbals ist, der Sensor war hier unten angebaut. Und immer, wenn das Gimbal in diese Richtung ging, schießt relativ schnell an den unteren Motor an und hat die Bewegungsfreiheit doch etwas eingeschränkt. Beziehungsweise man ist halt manchmal rangekommen und dann hat der Gimbal halt mal für einen Moment rumgesponnen. Das ist ja eher nicht so toll. Und wie ihr sicherlich sehen könnt, habe ich mittlerweile auch hier den Halter verändert. Ist nicht mehr einfach bloß die Kamera mit dem Gummi festgemacht. Na, ja, möchte ja nicht fokussieren. Na, ja, das alte Problem. Ah, doch, jetzt hat es geklappt. Hier sieht man die beiden Schrauben. Also, es ist hier so ein 0815 China GoPro-Style-Kamerahalter. Hat normalerweise oben und unten ein Stativgewinde. Unten habe ich das abgesägt, abgefeilt. Hab hier, wie gesagt, die hab zwei Schrauben drin gemacht. Im Gimbal sind ja hier unten Löcher drin in dem unteren Teil hier. Hab hier ein Stück Alu-Flachmaterial genommen, hier Winde drin geschnitten, habe die festgeschraubt. Denke mal, ich habe hier auch Schraubensicherung gemacht. Also das durfte nicht mehr abfallen. Und hier habe ich jetzt auch den Sensor zwischen gemacht. Muss natürlich die Einstellung ändern. Ich musste auch so ein bisschen die Einstellung ändern, weil Gewicht hat sich ein bisschen verändert. Und ein Vorteil ist halt auch, dass durch die Haltung und das Gegengewicht des Aluminiumteils, das ist jetzt in der Position hier relativ ausbalanciert. Jetzt kann ich auch mal die Kamera drin machen. Und ich werde auch gleich mal dieses mysteriöse Kabel, was ich hier noch habe, reinstecken, damit es hier nicht rumbaumelt. So. Kann man jetzt ein bisschen schlecht sehen, weil die Kamera halt von oben filmt. Aber ja, das ist normalerweise. Das ist auf jeden Fall wesentlich balancierter, als es vorher war. Ja, das mysteriöse Kabel hier. Eine Sache, die mich halt auch gestört hat, war mit dem Strom. Gimbal selber hält mehrere Stunden, natürlich je nach Akku. Ich habe hier die 3200er oder 3600er Panasonic drin. Die sind ganz gut. Aber die Kameras, die halten immer nicht sehr lang. In der Regel mit Full HD und 60 Frames keine Stunde. Und selbst wenn man Ersatzbatterien hat, ist doch ziemlich müßig zu wechseln. Obwohl natürlich mit der Halterung jetzt hier geht relativ schnell. Kann die Kamera schnell rausnehmen und die Batterie wechseln. Allerdings habe ich mir gedacht, das Ding hat hier noch Saft. Da habe ich jetzt noch einen zweiten kleinen Spannungswandler hier eingebaut. Den habe ich hier zwischengequetscht. Kann man natürlich jetzt nicht sehen. Aber hier kommt halt das Kabel raus. Das Ding ist ganz winzig, vielleicht so groß wie ein Daumennagel. Wenn da Interesse besteht, könnt ihr mal in der Comment-Sektion schreiben, ob ich das mal raussuchen soll, was ich da genommen habe. Gut, war 1 Ampere, die kann man aber auch nicht so viel. Dann habe ich hier das dünnste, weiche Silikonkabel, was ich finden konnte, genommen. Ja, ich glaube, jetzt bin ich schon zu nah. Das wird nur schnell.
als ich unten in die mit Kabelbinder noch festgemacht, dass es schön hier einen Bogen macht. Andere Seite kommt es hier raus. Halt Micro-USB-Stecker gekauft. Hab den gleich ohne den Plastikschutz einfach nur mit Schrumpfschlauch. Da ist das Ding so clean wie möglich. Ich sehe jetzt auch schon wieder nicht scharf. Ja. Und die ganze Sache mit der Stromversorgung hat natürlich nicht nur den Vorteil, dass wir jetzt Strom haben für mehrere Stunden. Es hat auch den Vorteil, dass wenn man eine Kamera hat, die eine Dashcam-Funktion hat, dass man die so einstellen kann, dass wenn man das Gimbal anmacht, mache ich jetzt mal hier, geht die Kamera auch an. Einziges Problem bei der Kamera ist jetzt halt, die hat leider keine Dashcam-Funktion. Die geht einfach nur an, wenn man sie auflädt. Und mit der Stromsparfunktion kann man so, ist es so, dass das halt auch wieder ausgeht, wenn ich sie ausschalte. Ich muss aber jetzt leider von Hand den Aufnahmeknopf drücken. Aber wenn man jetzt eine reine Dashcam hat, dann wird quasi mit Anschalten des Gimbals automatisch das Video gestartet werden. Und wenn man ausschaltet, dann würde die Kamera halt das Video beenden. Ist natürlich eine feine Sache. Funktioniert mit der Kamera jetzt leider nicht. Ich habe zwar eine Kamera, die das kann, die benutze ich im Auto, aber die hat grundsätzlich eine schlechtere Qualität als die Kamera hier. Für das Auto ist sie gut genug. Für das Gimbal nehme ich lieber die Kamera, die war die H8 oder H9. Gott, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber die Olle F60, die ich noch habe, die kommen qualitativ nicht daran an die H9. Aber gut, hatte ich auch schon im anderen Video erwähnt. Die macht ja einfach bessere Videos und kann echtes Full HD 60 FPS. Ja, mehr ist eigentlich nicht dazu zu sagen. Wie gesagt, Sensor versetzt für mehr Spielraum hier unten. Ein vernünftigen Halter, um die Kamera schnell ein- und auszubauen aus dem Gimbal. Und eine Stromversorgung. Natürlich muss ich alles noch auseinanderschrauben. Ziehe den Strom direkt von den Batterien. Das Gimbal selber, wie aufgepasst hat, weiß halt, dass das Gimbal selber betreibe ich mit 12 Volt. Was mit einem Konverter von den zwei Lithiumzellen. Was sind das? 7,2 Volt Nennspannung. Und ja, die Kamera kriegt natürlich 5 Volt. Ist hier ein kleiner Buck-Konverter drin. Ganz winziges Ding. 1 Ampere, so kann der. So viel zieht die Kamera nicht. Ja. Ja, ich denke mal, das war's gewesen. Wenn irgendwelche Fragen sind, schreibt einfach mal in die Kommentare. Halt mal gucken, ob ich Fragen beantworten kann. Ja. Bis dahin. Jüdische Lingua macht basteln. Ah. Scheiß Kamera.